Hallo liebe Zuschauer, wir sind bei DLP Games. Neben mir sitzt der Rainer Stockhausen. Hi. Hallo Jörg. Und jetzt möchten wir euch, jetzt hätte ich beinahe gesagt, kleines Spiel vorstellen. Nein, wir stellen euch in dem Fall Orléans Stories an. Und der eine oder andere hat vielleicht genau wie ich das Cover gesehen oder das Bild gesehen, hat gedacht, eine kleine Box. Da steckt einiges drin. Der eine oder andere sagt, boah, das hat jetzt sicherlich seinen Preis. Und der eine wird sagen, ja, jetzt ist der Preis auch gerechtfertigt, wenn man das sieht, was in der Box steckt. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 180 Minuten und ab 12 Jahre. Ich habe gleich mehrere Fragen natürlich. Orléans verkauft sich, glaube ich, nach wie vor wirklich gut. Da haben wir auch schon Videos gemacht, da könnt ihr mal reinschauen. Wie kam es zu Orléans Stories? Wäre meine erste Frage. Und die zweite, was macht Orléans Stories? Weil das macht ja einiges. Ja, wie kam es dazu? Also einmal ist es so, dass durch den Erfolg von Orléans natürlich immer auch Leute fragen, gibt es was Neues zu Orléans? Gibt es neue Ortskarten? Ich meine, bei den Ortskarten ist irgendwann auch mal ein Ende erreicht, wo einem nicht mehr einfällt. Aber das Zweite ist eben bei Orléans, bei der Entwicklung habe ich auch gemerkt, dass so viele Möglichkeiten da waren, die man nicht in ein Spiel reinpacken kann. Also es sind viele Ideen einfach liegen geblieben und es war immer angedacht, also das hängt natürlich auch davon ab, so ein bisschen wie erfolgreich ein Spiel wird, aber es war immer die Möglichkeit da, aus diesen Ideen, die da waren, noch ein weiteres Standalone-Spiel zu machen. Und dann habe ich natürlich auch überlegt, was könnte man jetzt Besonderes noch machen. Da war auch mal so die Idee, so Legacy zu machen. Wobei ich immer gesagt habe, also wenn Legacy, dann eins, wo man kein Material kaputt macht und was man auch wieder spielen kann. Also das war immer, weil ich das nicht unbedingt jetzt mag bei Spielen, dass man Material zerstört. Und so ist das dann irgendwann, habe ich damit angefangen, auch in, so in die Richtung Legacy. Und das ist dann aber was, es ist nicht Legacy geworden, aber so ein bisschen Legacy ist auch drin. Vielleicht verrat schon so ein bisschen was, jetzt ohne ins Detail zu gehen, was wir hier machen müssen. Man merkt jetzt auch, da steckt einiges drin, kriegt man von der Kamera gar nicht erfasst her, wenn wir jetzt hier über den Tisch dann schwenken. Vielleicht ein paar Infos geben, was wir hier machen, was unsere Aufgabe hier schon im Spiel. Also es gibt natürlich so Basisregeln, die auf Orléans beruhen. Das heißt, man hat wiederum Plättchen, die man zieht, die verteilt man auf sein Spielerboard und dann plant man seine Aktionen. Und wenn man eine Aktion, ein Aktionsfeld voll mit Plättchen hat, dann kann man die Aktion auslösen, dann kommen die Plättchen wieder zurück. Das ist das, was gleich geblieben ist. Aber bei den Spielerboards haben wir schon ganz andere Aktionen. Man sieht ja auch hier der Plan, das ist ganz anders. Also man kann hier, hier sind Gebiete, man kann sich hier ausbreiten und dann kann man auch, es gibt also verschiedene Landschaftstypen und die auf diesen Landschaftstypen kann man also verschiedene Waren erwirtschaften. Also hier kann man zum Beispiel das Getreide, was es ja auch in Orléans gibt, erwirtschaften. Hier gibt es jetzt Holz, das ist neu, Fisch ist auch neu drin. Auf diesen neuen Aktionen beruhen jetzt diese Stories. Also das sind Dinge, die jetzt auch in den Stories gleich sind. Bei den Stories selber ist jetzt wieder sozusagen auf der dritten Ebene gibt es nochmal spezielle Regeln. Ich zeige jetzt einmal die umfangreiche Story, also nur ganz grob. Das Wichtigste ist dieser Plan hier. Das heißt, hier haben wir 8 Epochen. Ist jetzt im Moment die englische Fassung ausgelegt. Da fängt man also an. Jeder hat also am Anfang ein Dorf. Hier ist jetzt für 4 Personen aufgebaut. Und jetzt kann man sich ausbreiten. Das ist sozusagen der Schwerpunkt dieser ersten Epoche. Man könnte jetzt zum Beispiel in ein angrenzendes Gebiet gehen und so breitet man sich aus. Jeder kann jetzt sozusagen, wenn er bestimmte Bedingungen erfüllt hat, in die nächste Epoche aufsteigen. In jeder Epoche gelten aber komplett andere, oder nicht komplett, aber sehr viele Dinge ändern sich dann. Das, was man ja weiß aus Orléans, ist, dass man, wie viel Plättchen man ziehen kann, hängt da von einer Leiste ab. Hier ist es sozusagen in jeder Epoche unterschiedlich. Also hier fängt man an, darf 7 Plättchen ziehen. Dann, wenn man jetzt hier guckt, in dieser Epoche darf man nur 4 ziehen. Das heißt, jede Epoche hat irgendwelche Vor- und Nachteile und man muss sich genau überlegen, wann steigt man auf. Und es ändern sich nicht nur so solche Dinge, sondern auch Regeln. Damit man da die Übersicht behalten kann, gibt es also auch hier diese
Storyhefte. Davon bekommt jeder Spieler eins. Da ist also eine sehr umfangreiche Übersicht drin. Einmal, was so in jeder Epoche für Bedingungen herrschen. Auch die Ortskarten werden da übersichtlich gezeigt. Und es gibt nochmal so einen kleinen, so eine Art Flavortext, der aber nicht unwichtig ist, gerade wenn man es das erste Mal spielt, weil der einen darauf hinweist, was in der Zukunft passiert. Denn wenn man jetzt von zum Beispiel einer Epoche, wo man viele Plättchen ziehen kann, aufsteigt in eine, wo man wenig ziehen kann, dann muss man das ja vorher wissen, damit man es in seine Strategie einbaut. Und das ist sozusagen so ein bisschen, was so aus dem Legacy-Gedanken kommt, dass man also während des Spiels in sich Dinge ändern. Also es gibt auch wirklich richtige Regeln, die sich ändern. Also auch hier, wie man sich ausbreitet und was da. Am Anfang ist es so, dass man nicht in andere Gebiete von anderen Spielern ziehen kann. Dann gibt es hier eine, wo man das plötzlich machen kann. Da kann man die verdrängen. Ganz am Ende ist Frieden. Da kann man wiederum in Gebiete ziehen, wo andere sind, aber ohne sie zu verdrängen. Das muss man dann auch so ein bisschen alles im Kopf haben. Also eine Menge an Potenzial in dem Fall und ich glaube eine lange Entwicklungszeit kann ich mir jetzt vorstellen. Und das haben wir jetzt nur einen Ausschnitt. Ich glaube, da war schon einige Jahre mit beschäftigt, oder? Und auch so die Entwicklung betrachtet, wie das Spiel mal geht, in welche Richtung es geht. Und du hast wahrscheinlich gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt vielleicht auch für das Spiel, oder? Wie war jetzt da das, der Bereich? Bei der Entwicklungszeit gibt es immer, das kann man jetzt nicht so sagen, weil man ja nicht an einem Tag anfängt und dann 3 Monate oder 3 Jahre an einem Stück daran arbeitet. Also wie gesagt, es sind viele Ideen da drin, die schon sozusagen bei der Entwicklung von Orléans da waren. Es sind aber auch Sachen drin, die ich quasi für andere Spiele reserviert hatte, wo ich dann gesagt habe, okay, das bringen wir da mit rein. Insofern kann man jetzt sagen, so die Ideen, die da drin sind, die sind schon aus, was weiß ich, von vor 3 Monaten, aber auch von vor 10 Jahren. Vom Niveau her, ich denke, die, wo Orléans kennen, die werden wahrscheinlich hier schnell reinkommen. Die, wo jetzt Orléans nicht kennen, die sollen sich erstmal Orléans schauen, je nachdem. Aber ist es jetzt ein Expertenspiel für dich oder ist es noch ein Kennerspiel? Wie würdest du das Spiel jetzt einstufen? Also ist für mich schwer zu sagen, weil ich habe es jetzt mit vielen Spielern gespielt, die da durchaus ihre Schwierigkeiten hatten mit diesen neuen Elementen. Also es ist dann so, dass sie quasi, weil das jetzt von den Regeln her nicht unbedingt so umfangreich ist, gesagt haben, ja, wir spielen mal los und dann die Schwierigkeit hatten, dass sie da plötzlich Regeln sich änderten und dann gesagt haben, ja, das wusste ich ja nicht. Also so gewisse Gewohnheiten darf man jetzt nicht, also die müsste man da mal überdenken. Ich habe es aber auch mit Spielern gespielt, die jetzt nicht so viele komplexe Spiele spielen. Die kamen auch relativ schnell rein. Aber was natürlich sehr viel hilft, ist, wenn man Orléans kennt. Das ist ganz klar. Dann geht es relativ leicht, dass man die Grundregeln kennt und dann muss man sich sozusagen nur noch an diese neuen Dinge gewöhnen. Dann sage ich dir herzlichen Dank für den Überblick. Wir werden es wahrscheinlich noch im Detail anschauen. Das ist ein Riesenwerk und ja, weiterhin viel Erfolg. Es gibt ja noch das ein oder andere Spiel, Coffee Roaster und Maracaibo, all das stellen wir euch jetzt je nachdem parallel vor oder was setzt. Also es bleibt spannend und dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön und euch auch eine schöne Messe. Danke.